So, liebe Leute, wir sind da. Und ihr seid auch da. Das freut mich sehr herzlich. Das freut mich. Und ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen noch unter uns. Das heißt, das WDR-Fernsehen ist noch nicht da. Aber ich begrüße herzlich die Hörer von 1Live und ich begrüße herzlich die Zuschauer von 1Festival. Wir haben eine freie Themennacht, eine offene Sendung. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal, über was. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Lia und Lia ist 25. Guten Morgen, Lia. Ja, hallo, Domian. Hallo, Lia. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, hallo, Domian. Und zwar haben wir schon mal vor 3 Jahren miteinander gesprochen. Mhm. Und zwar ging es da um meinen damaligen Freund. Mhm. Ich war mit ihm lange zusammen gewesen. Er hat mich oft geschlagen. Und ich hatte dich auch damals gefragt, wie du die Situation siehst, ob ich mich trennen soll oder nicht. Mhm. Und du sagtest halt, dass es halt besser wäre für eine Trennung. Ja. Auf jeden Fall sind wir aber dann nochmal zusammengekommen und sind dann wieder 2 Jahre zusammengeblieben, haben uns dann nochmal getrennt, weil er halt immer spät nach Hause gekommen ist und halt viel Geld verspielt hat auch. Und dich auch weiterhin geschlagen hat? Nein, das hat sich dann gut gelegt gehabt. Wir haben dann nochmal so uns ausgesprochen gehabt. Das war dann ganz in Ordnung. Mhm. So, und dann das Problem war, nachdem wir uns dann getrennt haben, bin ich 2 Tage später bei meinen Eltern zurückgezogen, bin nachts ins Krankenhaus gekommen, weil ich Schmerzen hatte und war schwanger. Mhm. Und habe ihn dann auch angerufen, gesagt, dass ich halt schwanger bin und ein Kind habe, also dass ich halt ein Kind von ihm erwarte. Mhm. Und er hat sich dann nochmal Mühe gegeben. Wir sind dann nochmal zusammengezogen bei seiner Schwester ins Haus. Und der Kleine kam halt zu früh auf die Welt. Darf ich unterbrechen? Diese Trennung, von der du gerade gesprochen hast. Ja. Warum habt ihr euch getrennt? Und wer hat sich getrennt? Du? Ja, also meistens, also immer ich eigentlich, ja. Ja, und warum hattest du dich an dem Punkt getrennt? Weil ich einfach nicht mehr konnte. Es war einfach alles immer zu viel. Also es war einmal zu viel gewesen, dass er halt immer gelogen hat, dass er gespielt hat, dass er Dinge versprochen hat, die er nicht eingehalten hat. Also ich habe mich irgendwie nicht gefühlt, wie wenn er jetzt der Mann, mit dem ich auch heiraten würde. Ja, also eine lange und komplizierte Geschichte. Dann kam ein Kind zur Welt. Ja, ja. Und dann? Ja, auf jeden Fall. Also während der Schwangerschaft hat er sich sehr um mich bemüht, muss ich wirklich sagen. Hat auch bei seiner Schwester im Haus eine tolle Wohnung zustande gebracht. Hätte keiner gedacht von uns. Mhm. Dann kam der Kleine zur Welt, sehr früh, musste auf Intensiv. Mhm. Da war er dann nicht mehr so für uns da, war gerade einmal in den 2 Wochen seinen Sohn im Krankenhaus besuchen. Mhm. Er sagte zu mir, er könnte das nicht, weil er den Kleinen nicht so sehen kann. Warum nicht? Er war halt an allen Geräten angeschlossen. Ach so. Zu früh, hatte Magensonden und all das. Und er hat gesagt, das tut ihm weh, das könnte er nicht. Mhm. Hat aber auch mich nie ins Krankenhaus gefahren oder mit Freunden fahren lassen. Ich bin immer mit dem Taxi gefahren, hat in den 2 Wochen pro Tag 36 Euro ausgegeben. Wann ist der Kleine geboren? Der Kleine ist im Januar geboren, 2005, am 17. Januar ist 2 Jahre. Wie ist die Situation heute? Und weswegen rufst du mich heute an, Lia? Ja, ich rufe jetzt an, weil wir haben uns das letzte Mal vor August gesehen. Mhm. Da war das aber nur eine Bettgeschichte zwischen uns beiden. Mhm. Ich habe ihm das auch gesagt. Bin dann in Urlaub gefahren, habe jemanden kennengelernt, habe aber gemerkt, dass ich mich nicht mehr verlieben kann. Bin aus dem Urlaub wiedergekommen und merke aber wieder, dass ich zu ihm zurück möchte. Und das ist der Stand der Dinge im Moment? Ja. Er weiß also noch nichts davon. Wie lange hast du ihn jetzt nicht gesehen? Seit August letzten Jahres. Hm. Auch nicht telefoniert? Auch nicht telefoniert, nein. Jetzt ist das ja eine sehr, sehr, sehr steinige Wegstrecke, ne? Die du schon hinter dir hast mit diesem Mann. 7 Jahre so, ja. Ja, wir haben damals lange gesprochen, du hast es gerade nochmal zusammengefasst. Ja. Höre ich da den Kleinen? Ja, ja. Ja. Ein kleiner Ton. Und du hast dich getrennt, das letzte Mal wieder von ihm, weil du sagst, ich kann nicht mehr. Was ist es denn jetzt, dass sich wieder zu diesem Mann zieht und vor allen Dingen jetzt über so einen langen Zeit? Aber da muss man drüber nachdenken, Lia. Also das ist immer das Verlangen. Also ich weiß dann, wenn wir uns getrennt haben, dass er eigentlich ein guter Kerl ist und dass ich eigentlich ihn auch möchte, aber dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, uns anders nochmal kennenzulernen. Ich hatte eine Aussprache mit meiner Schwester, die sagte zu mir, lern ihn doch mal kennen auf eine andere Weise, weil wir einfach zu schnell immer im Bett landen, wenn wir uns wiedersehen, ja? Jetzt also ist der
Ja, schon, aber gut, was heißt, lernen ihn auf eine andere Weise kennen? Du sagst, dass es fast 10 Jahre geht, dass ihr euch mit sieben Jahre miteinander beschäftigt. Mhm. Wir reden nicht von 7 Monaten. Da kann man vielleicht sagen, man muss jemanden irgendwie anders noch kennenlernen. Mhm. Hat er sich denn in den letzten Jahren, muss man jetzt schon sagen, auch nicht um das Kind gekümmert? Zu Anfang halt durchs Krankenhaus nicht, dann hat er sich sehr bemüht, dann ist aber zwischen uns beiden ist das halt so wieder gebrochen. Ja. Habe ihn aber nie verwehrt, sein Kind zu sehen, kam auch hierher weiterhin bei meinen Eltern, ihn sehen. Ja. Und hat dann ab August gesagt, wo ich gesagt habe, ich habe jemanden kennengelernt und versucht da was aufzubauen, hat er locker gelassen, hat gesagt, er möchte sich dann da nicht reinzwängen, nicht dazwischenstellen und hat sich seitdem dann auch nicht mehr gemeldet. Ne? Was ja keinen Sinn gibt. Er stellt sich ja nicht dazwischen, indem er sich um sein Kind kümmert. Ja. Das heißt, seit August hat er auch das Kind nicht mehr gesehen. Nein. Was auch nicht in Ordnung ist. Ja. Was definitiv nicht in Ordnung ist. Glaubst du denn, dass er solo ist im Moment oder kann das sein, dass er auch jemanden Neues gefunden hat? Also ich denke, dass er solo ist. Also ich denke, dass er vielleicht Bekanntschaften hat. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich war bei einer Kabellegerin, wo meine Mutter seit Jahren schon hingeht und die ziemlich zielsicher auch immer trifft. Ja, und interessiert mich nicht so mit der Kabellegerin. Lass uns mal über die Fakten reden. Fakt ist, dass der sich nicht um das Kind kümmert. Wie alt ist er nochmal? Mein Sohn? Nee, der Ex. 23. Ja. Mhm. Also ich finde, Lia, wenn der scheint ja ein starker Sog zu sein, ne? Der dich dahin zieht zu diesem Mann. Ja, immer wieder. Nach so vielen Jahren, nach so vielen Niederlagen auch, die du mit ihm durchlebt hast und so vielen Enttäuschungen, musst du dich zwingen und musst du dich dazu disziplinieren, herauszukriegen, was ist das, was mich zu diesem Mann zieht? Was ist das? Ist das Liebe oder ist das irgendeine Form von Abhängigkeit, irgendeine Sucht? Liebe, denke ich. Man kann auch nach Menschen süchtig sein. Auch nach Menschen, die einem gar nicht gut tun, kann man auch süchtig sein. Weniger, also ich denke Liebe. Mhm. Doch. Aber die Liebe ist immer, immer und immer wieder gescheitert. Ja. Und die Liebe hat viele Risse die Liebe hat viele Risse bekommen. Er hat dich geschlagen damals, als du mich vor vielen Jahren angerufen hast. Was liebst du denn an ihm? Na, also ich weiß, dass, also es gibt keine Rechtfertigung, wenn ein Mann eine Frau schlägt, ganz klar. Ich habe auch zurückgeschlagen, nur man hat dann viel den Respekt verloren voneinander. Also ich liebe an ihm einfach, weil er ist ein lieber Kerl, er ist ein guter Kerl. Man kann sich auf ihn zum größten Teil auch verlassen, auch wenn er diese Fehler gemacht hat oder belogen oder betrogen hat. Aber er stand immer hinter mir. Er hat versucht, so gut es ging von seiner Seite aus, dass mir nichts fehlt. Mhm. Aber er hat es irgendwie nicht so in den Griff gekriegt. Und er hat mich auch immer wie eine Frau behandelt. Also er war ein Mann in meinen Augen. Ne? Glaubst du denn, dass er für dich auch noch empfindet? Ja, ich weiß das. Ich weiß das. Wenn das so verfahren ist und so verhakt ineinander und ihr beide irgendwie nicht euch im Klaren seid, was ist das? Was zieht uns immer wieder an? Wärt ihr denn beide, von deiner Seite jetzt erstmal, muss ich dich natürlich fragen, wärst du bereit, dass ihr zu einer neutralen Person gehen würdet? Zu einem Therapeuten? Das hatte ich ihm schon vorgeschlagen, das wollte er aber nicht, weil er gesagt hat, er weiß, was er will. Er braucht das nicht, sondern ich muss mir drüber klar werden, was ich will, weil ich ja immer diejenige bin, die das immer abschließt und sagt, es reicht bis hierhin und es dann beendet. Okay, dann ist eine klare Aussage von ihm. Er weiß, was er will und du musst ja im Klaren werden. Dann würde ich es dir an deiner Stelle, also ich würde es dir vorschlagen, Lia, dass du es tust, für dich. Ich meine, das sind 7 Jahre, das ist eine irre lange Zeit, wo du dich in einen Menschen verbissen hast. Und du offensichtlich völlig hilflos da stehst und sagst, ich weiß nicht, was los ist mit mir, es zieht mich zu dem hin, ich weiß nicht warum, ich kann nicht, ja, ich kann nicht nein sagen. Also ist es eine Situation wie in der Sackgasse, in der du da hängst. Das sind auch viele Probleme. Wenn ich jetzt denke, wir kämen wieder zusammen und wir würden es nochmal versuchen, es würde klappen, dann kommen halt die Probleme dazu, dass meine Eltern ihn halt nicht mehr sehen möchten, nichts damit zu tun haben möchten, weil die gesagt haben, die haben manchmal nächtelang wachgelegen, weil sie nicht wussten, ruft sie jetzt an, hat sie ein Problem. Mhm.
mit ihm oder nicht. Also die akzeptieren das nicht mehr, ja. Mhm. Und dann denke ich auch, dann sind Festen oder Weihnachtsfeste, ich kann nie sagen, ich bin mit ihm wieder zusammen, kann ihn nie mitbringen, weil sie das nie akzeptieren würden und ich sie auch nicht verletzen möchte. Okay, aber die Eltern sind jetzt in diesem Fall, finde ich, erstmal zweitrangig. Erstrangig ist dein Gefühl, damit du dir im Klaren darüber bist, was ist mit dir los und warum funktioniere ich? Warum funktioniere ich, Lia, so? Warum? Ich würde dir wirklich dringend raten, dann für dich dir eine Hilfe von außen zu suchen, Lia. Damit du dir selbst da auf die Schliche kommst, was los ist. Denkst du, ein Außenstehender kann beurteilen, was bei mir nicht stimmt oder ja, warum ich immer mich trenne? Ja, das glaube ich schon. Also wenn du mit einem Fachmenschen dich zusammensetzt und das nicht nur einmal, sondern über einen längeren Zeitraum, werdet ihr zusammen das herausarbeiten, ja? Das ist nur die Aufgabe eines jeden guten Therapeuten, sowas rauszufummeln. Was mache ich in diesem langen Zeitraum, bis ich das rausgefunden habe? Mich nicht bei ihm melden. Fände ich besser, ja. Um nicht wieder irgendwie damit nicht alles sich wiederholt, wie du es schon mehrfach erlebt hast, ja. Dich erstmal zurückhalten, dich bespiegeln mit Hilfe eines Fachmenschen und dann wird sich schon etwas daraus ergeben, da bin ich sicher. Und dann gibt es keine Chance mehr, weil das zu lang gedauert hat, dieser Prozess. Das weiß ich nicht. Das möchte ich ja nicht. Vielleicht dauert der ja auch gar nicht so lange. Vielleicht braucht man da ja auch gar nicht so sehr lange für. Also ich weiß im Moment, dass ich halt einfach nur den Kontakt wieder aufleben lassen möchte und dass ich... Ja, vielleicht bist du auch noch nicht gesättigt genug von diesem Menschen. Wenn der Drang so stark ist, dann mach es und lass es dennoch nebenher laufen und such dir Hilfe von außen. Dann mach es halt parallel, wenn es nicht anders geht. Was denkst du, wenn ich Kontakt aufleben lassen soll, sollte ich dann direkt ihn den Kleinen wieder sehen lassen oder soll ich den Kleinen erstmal außen vor stehen lassen und wir irgendwie einen Löffel finden, dass der Kleine nicht so drunter leidet? Ich finde, du solltest das mal abtasten, wie er so drauf ist im Moment. Ich meine, das wiegt sehr schwer, abgesehen von eurem ganzen Beziehungsquark. Das wiegt sehr schwer, dass er den Kleinen hat. Vernachlässigt jetzt. Mhm. Das würde ich mir mal richtig erklären lassen, was das sollte. Glaubst du ihm das, wenn er sagt, er hat den Kleinen vernachlässigt, weil er mich halt nicht sehen wollte oder weil er mich in dem Leben nicht stören wollte? Nee. Glaubst du ihm das? Nee, das glaube ich ihm nicht. Glaubst du, warum? Da würde ich dann eher darauf tippen, dass er vielleicht gar nichts mehr so mit diesem Leben und mit dieser Vergangenheit zu tun haben möchte, inklusive dem Kind. Hat sich aber ein riesen Tattoo stechen lassen von seinem Sohn, dass er ihn immer bei sich trägt. Umso komischer, dass er sich nicht meldet. Ja, eben, deswegen, ne? Mhm. Mhm. Also das würde ich an der Stelle erstmal richtig abklopfen. Mhm. Schwierige Sache. Lia, aber dennoch möchte ich dich bitten, mit meiner Psychologin nochmal zu reden. Mhm. Einmal, um dir auch mal noch ein paar Informationsadressen zu geben, wenn du dich für eine Hilfe entscheidest. Und die Heide, so heißt meine Psychologin heute Nacht, kann dir ihre Sichtweise auch noch mal darstellen. Sie hat das Gespräch jetzt mitgehört. Mhm. Ja? Ja, okay. Liebe Lia, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Okay, recht vielen Dank. Alles Gute wünsche ich. Und mach weiter so, du auch, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und der nächste Anrufer ist der Manuel. Und Manuel ist 16 Jahre alt. Guten Morgen, Manuel. Guten Tag. Guten Tag. Um was geht's bei dir, Manuel? Um meine Mutter. Was ist da los? Also, mein Vater ist gestorben vor 2 Jahren. Mhm. Und meine Mutter hat ein Alkoholproblem. Mhm. Was heißt das genau? Also, die hat vor 2-3 Monaten, seit drei, vier Monaten habe ich das erst mitgekriegt. Also, mein Vater hat einen Tumor im Gehirn gehabt und ist dann gestorben. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und die lässt sich nicht mit sich reden und ich werde immer schlechter in der Schule, weil ich mir Sorgen mache und so. Wie merkst du das denn, dass sie Alkoholikerin ist? Ja, nicht gut, ne? Nee, wie merkst du das? Ja, wie ich das mag. Nee, wie du das merkst. Ach so, ja, ich merke das so, weil sie immer besoffen ist und so. Mhm. Hast du schon mal beobachtet, wie viel Alkohol sie so trinkt am Tag? Ja. Und? Ja, das ist schon ein paar Bierchen und Schnaps und so, ne? Ja. Trinkt sie auch in deiner Anwesenheit? Nee. Das nicht? Bist du der einzige Sohn oder das einzige Kind? Nee, ich habe noch eine Schwester, die macht aber ihre Lehre. Die ist älter als du? Ja, die ist 19. Hast du mit der über das Problem schon gesprochen? Ja. Und was sagt die? Ja, die sagt, ich soll mit ihr reden und so. Mit ihr? Ja.
Aber die lässt sich ja irgendwie nicht mit ihr reden, die wechselt immer das Thema und so. Das heißt, du hast schon mal damit angefangen? Ja. Hm. Und dann wechselt sie das Thema und ich werde dann immer schlecht in der Schule. Ja. Und deine Schwester, die ist ja nun wesentlich älter als du, hat die denn mit der Mutter schon mal geredet? Nee, die wohnt ja nicht bei uns. Ach so. Deswegen. Die wohnt 40 Kilometer von uns weg, macht ja die Lehre, die kriegt das ja sozusagen gar nicht mit. Ach so, die ist dann gar nicht so ganz oft da. Genau. Das ist immer sehr schwierig, wenn man das mitbekommt als Sohn, wenn man noch relativ jung ist und ein Elternteil ist Alkoholiker. Äußerst schwierig ist das. Und wenn die Mutter dann auch noch dicht macht und sagt, nee, ich will darüber nicht reden. Pass mal auf, Manuel, ich möchte gerne, dass wir dich im Hintergrund sehr ausführlich darüber beraten, was du da tun könntest. Das ist wirklich kompliziert. Ja. Wird das jetzt so sein, dass du auflegst und wir rufen dich gleich nochmal an. Und dann kriegst du eine fachkundige Auskunft, was und wie du dich da verhalten sollst, ja? Rede ich dann gleich nochmal mit Ihnen oder was? Nee, mit einer Frau, die heißt Heidi mit Vornamen. Okay. Ja, mein Lieber. Dann leg mal auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist 1.16 Uhr und 31 Sekunden und ich gucke hier auf den Fernsehbildschirm. Und sehe, dass gerade eine gar lustige Karnevalsveranstaltung zu Ende ist. Und ich sehe auch schon den Vorspann von unserer Sendung. Das heißt, wir warten jetzt ein paar Sekunden noch und dann kommt das WDR-Fernsehen auch noch zu uns, die Zuschauer. Ja, 0800 220 5050. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer oder mailt ganz einfach. So, ihr lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch jetzt auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen, aber der Karneval hat Vorfahrt. Das ist ja eine klare Sache und wahrscheinlich seid ihr jetzt auch noch in sehr guter Stimmung nach der tollen Sendung gerade. Aber jetzt seid ihr hier und ich freue mich sehr darüber. Wir haben heute eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch hier bei uns unter der bekannten und kostenfreien Telefonnummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Ich bin verbunden jetzt mit Florian und Florian ist 31 Jahre alt. Hallo Florian. Hallo Domian. Hallo Florian. Ich stehe auf dicke Frauen. Sagt er so direkt. Ich stehe auf dicke Frauen. Und meine Frau ist auch dick und sie hat ein Problem damit, dass ich das, wie soll man das erklären? Die versteht halt nicht, dass ich sie so mag, wie sie ist. Ja. Und da kommen immer Streitereien draus und... Wie dick und wie schwer ist denn deine Frau? 140 Kilo und ist 1,60 Meter groß. Oh, das ist natürlich, das ist aber schon ganz schön, ne? 140 Kilo, 1,60 oder 1,62, ne? Ist auch egal. 1,60. Groß, das ist natürlich eine ganze Menge. Das heißt, du hast immer schon auf füllige und vollschlanke Frauen gestanden? Ja, genau. Ja. Warum? Kannst du es erklären? Ich mag keine schlanke Frau nicht. Die finde mich irgendwie so widerlich. Also ich mag lieber... Du magst nicht so die Bohnenstangen. Genau. Du willst ordentlich was anfassen. Ja, genau. Ne? Ich dachte, nee, in der Hand haben. Ja. Also Speck macht dich geil, ne? Kann man sagen. Ja, genau. War das immer schon so? Das war schon immer so, ja. Das heißt, so von der Pubertät an, als du dich angefangen hast, für Mädels zu interessieren, hast du eher den Dicken hinterher geguckt als den ganz Dünnen. Ja, genau, so war es. Ja. So, und jetzt gibt es deshalb, ich meine, dann Probleme mit deiner Frau, das erklär mal die Probleme. Woran entfachen die sich? Ja, wie soll man das sagen? Sie versteht halt das nicht, dass ich sie so mag, wie sie ist. Und da kommen halt immer Streitereien raus, ne? Ja. Also sie versteht das nicht, weil sie denkt, dass glaubt sie dir das nicht, dass du auf sie so stehst, wie sie ist, so dick? Ich liebe sie so, wie sie ist. Ja, ja, das habe ich schon, ich glaube es dir auch. Aber glaubt sie es dir nicht? Sie glaubt es mir nicht, ne? Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Fast 3 Jahre. Wie, und dann ist das Thema immer noch nicht vom Tisch? Ja. Wie? Sie ist jetzt 2 Tage abgehaut. Aha. Also zu ihren Eltern abgehaut, weil wir da richtig eine Diskussion gehabt haben vor letzten paar Tagen. Ja, Florian, aber dann liegt ja nicht noch was anderes im Busch? Ich meine, wenn ihr 3 Jahre zusammen seid und du deine Frau so kennengelernt hast, so völlig, dann muss sie doch wirklich davon ausgehen, dass du sie so magst, wie sie ist? Ja, sie versteht halt das nicht. Ich sag sie ja, dass ich sie lieb, so wie sie ist ungefähr, und sie findet sich innerlich hässlich, sagt sie dann wieder. Und wie soll man das sagen? Ich mag sie halt einfach. Will sie denn gegen ihr Übergewicht etwas unternehmen?
Ich würde sowas machen dagegen. Und möchtest du das auch? Das, man ist ja gesundheitsschädlich, kann man sagen, ne? Wie? Das ist ja gesundheitsschädlich. Wenn sie so füllig bleibt, meinst du? Ja. Ja. Man, ich würde mit 100 Kilo einfach standen, kann man sagen. Da ist ja noch ein bisschen füllig, kann man sagen, ne? Ja. Aber wie soll man sagen, ich liebe es halt so, wie sie ist, ne? Also, wenn sie nicht abnehmen kann oder so, oder nicht schaffen kann, weil sie hat der Schwangerschaft, weil wir haben einen Sohn miteinander auch zugenommen gehabt. Ich kann das gar nicht verstehen, Florian, wenn ihr so lange zusammen seid, schon 3 Jahre verheiratet, und wie lange kanntet ihr euch vorher? Ein Jahr. Und sie weiß, dass du immer schon auf dicke Frauen gestanden hast? Ja, sie weiß es. Sie weiß es, dann verstehe ich das nicht, dass sie jetzt immer noch damit anfängt, dass sie dir das nicht glaubt? Also, wie soll man das sagen, ich schleide da so permanent drunter, weil sie sagt dann, na, ich bin hässlich, so ungefähr. Na gut, das ist natürlich was anderes, wenn sie sich selbst hässlich findet. Ich könnte mir eher vorstellen, dass der Streit vielleicht auch daran entfacht wird, dass sie wirklich richtig abnehmen will und eventuell Sorge hat, dass du dann nicht mehr zu ihr stehst. Könnte das sein? Wie soll man das sagen? Die hat viel Einfluss für ihre Eltern, kann man sagen. Mhm. Sie sagt, die Eltern haben gesagt, du bist nicht schön so ungefähr, du hast keinen Mann nicht so ungefähr, der wurde zu dir steht so ungefähr, dabei stehe ich zu ihr, ne? Ja, wir drehen uns ja im Kreis. Also mehr als 50 Mal sagen, dass du zu ihr stehst, kann man ja nicht. Ja. Aber meine Frage war ja eine andere gewesen gerade. Hat sie vielleicht Angst, dass du nicht mehr zu ihr stehst, wenn sie abnimmt? Wahrscheinlich, glaube ich schon. Ja, und da wird es natürlich ernst, ne? Da wird es ernst. Wenn die Frau mit ihren 140 Kilo abnehmen möchte, und das wäre sicher aus gesundheitlichen Gründen sehr gut für sie, wenn sie das schaffen würde, und vielleicht auch unter 100 käme. Ja. Und ich glaube, sie unterstützen dazu. Man, ich stehe zwar auf dicke Frauen, aber wenn es halt wirklich gesundheitsfähig ist, dann darf ich trotzdem zu ihr stehen, ne? Ja, das musst du ihr aber wirklich glaubhaft auch rüberbringen. Nicht, dass sie denkt, wenn ich auf 80 runtergehungert bin, dann ist Florian weg. Ja. Das wäre ja schlimm. Ja. Das, man, ich weiß nicht, wie der Kind darauf würde. Aber ich glaube schon, dass ich zu ihr stehen würde. Du glaubst schon, sicher bist du nicht. Wie soll man das sagen? Weißt du, vielleicht ist das auch eines eurer Konflikte, dass sie das auch so ein bisschen durchblickt und daher auch ganz unsicher und verspannt ist. Wie versteht ihr euch denn sonst so in eurer Ehe? Schwierig. Auch schwierig. Ich kann nicht mehr arbeiten, ich habe einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Aha. Und ich kann halt nicht mehr so, die haben mich so kennengelernt, wie ich bin. Aha. Und es kommt halt immer mehr Streitereien aus. Ja. Ich habe eine Betreuerin und mit der kommt es auch nicht klar, so ungefähr. Was hast du denn für, bist du behindert nach dem Unfall oder was ist geschehen? Ich habe Psychosen und Angstzustände. Ah ja. Ich habe damals mal Verlobte gehabt und einen Sohn gehabt. Die sind tödlich verunglückt an meinem Unfall damals. Ja. Und ich habe das bisschen Tabak, kann man sagen. Ne? Mhm. Und du hast eine Betreuerin und mit der kann deine Frau auch nicht gut? Nein, überhaupt nicht. Die interessieren sich überhaupt nicht. Und warum hast du eine Betreuerin? Kommt diese Betreuerin ins Haus? Die kommt ins Haus, ja. Und warum kommt die ins Haus? Sie sagt halt, was zum Besprechen ist, weil ich damals so einen Unfall, ich habe eine Schuld gehabt an dem Unfall. Mhm. Ich war da auf dem Schulden, weil ich 8 Monate lang in Koma gelegen bin. Mhm. Und ich habe halt, ich vergiss halt recht viel, was Überweisungen sind, Miete überweisen. Ach so. Ah ja. Mhm. Also, etc. was zum Zahlen ist. Also, ist die ganze Ehe irgendwie nicht so richtig im Lot zurzeit? Genau. Mhm. Und dann kommt das mit dem Dicken noch dazu? Ja. Also, bist du auch nicht so ganz glücklich im Moment? Ich kann am liebsten, weil es mein Betreuer sagt, ich soll bedrohtes Wohnen machen. Mhm. Ich soll mich von der Frau trennen, weil sie mir überschadet, so ungefähr. Ah ja, das sagt die Betreuerin. Das heißt, die ist bei euch vor Ort und kriegt das alles so mit. Ja. Wäre das denn für dich eine Lösung, dich erstmal, vielleicht erstmal zu trennen von deiner Frau? Ich liebe meinen Sohn über alles und ich liebe meine Frau über alles, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Mhm. Ne? Aber diese Betreuerin ist keine Psychologin, ne? Und keine Therapeutin. Ja, nee. Bist du denn in einer psychologischen oder psychiatrischen... Bin ich, ja. Bist du? Ja, bin ich. Und hast du da dieses Thema auch schon mal besprochen? Mit der Frau? Mit der Frau, da ist immer der Nervenarzt, der Psychiater ist immer mitgegangen.
Nee, ob du mit deinem Therapeuten über diese Probleme mit der Frau auch schon gesprochen hast? Eigentlich noch nicht so. So, ich bin halt die Toilette für runterschlucken, ne? Ja, das ist natürlich falsch. Also wenn du da schon so einen Ansprechpartner hast, Florian, fände ich das sehr gut. Ich meine, du hast mich ja jetzt auch angerufen als wildfremden Menschen. Wenn du das da in aller Ruhe besprechen würdest, die Person oder der Mensch, der kennt dich wirklich sehr gut und kann das einschätzen und kann dir sicher noch konkretere Ratschläge geben, was du tun solltest. Ja, schon mal genau die Schwiegereltern und meine Mutter zum Beispiel, meine Stiefmutter, die mögen sie alle gegenseitig überhaupt nicht. Also ich kann nicht zu meinen Schwiegereltern gehen, ich kann nicht zu meiner Stiefmutter gehen und da sind immer Konflikte da, ne? Die verstehen sie halt, da ist immer Streit da. Okay, aber das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Jetzt ging es ja erstmal darum, dass du mit deinem Therapeuten über diese Sachen, die dich einfach belasten, die dein Herz schwer machen, dass du da einfach redest und eben nicht so viel runterschluckst, wie du es mir gerade gesagt hast. Weil das Runterschlucken ist immer falsch. Aber wenn man mit dem Psychologen mal mit dir reden, das machen wir jetzt mal. Das wollte ich gerade auch vorschlagen. Dann kannst du auch ganz in Ruhe sprechen und wir können noch mal ein bisschen abtasten, was man da machen könnte. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, Florian. Okay? Okay, nochmal vor, du. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Lilo. Lilo ist 57. Guten Morgen, Lilo. Hallo, Domian. Hallo, Lilo. Ich habe ein Problem. Und zwar eigentlich im Moment mit mir selber. Es ist zum ersten Mal, dass ich mich nicht mehr so in den Griff kriege. Mein Sohn hat im November beide Beine im Irak verloren. Er ist also dorthin gegangen. Moment, bist du Amerikanerin oder? Nein, ich bin Deutsche, aber mein Sohn ist halber Amerikaner. Ach so, und er ist bei der Armee? Und er ist bei der Armee. Und er war erst ein Jahr hier in Deutschland stationiert und ist dann nach diesem Jahr ist seine Einheit in den Irak gekommen. Und er hat im November beide Beine verloren? Beide, ja. Wie ist das passiert? Da ist eine, ja, die machen ja immer so Bombenattacken. Und er war der Erste in dem Konvoi, hat immer seinen Chef gefahren und da hat es ihn erwischt. Das sind diese Nachrichten, die wir täglich sehen im Fernsehen, genau. Wo wir alle keinen Bezug zu haben, weil wir die Menschen nicht kennen. Und jetzt habe ich zum ersten Mal einen Bezug dazu, da ich mit einer Mutter von einem solchen Soldaten spreche, nämlich mit dir. Ja, das ist auch... Wie alt ist dein Sohn? Der ist noch ganz jung, das war 4 Tage nach seinem 22. Geburtstag. 22. Geburtstag. Er ist mein jüngstes Kind und war immer sehr hyper, haben wir gesagt. Er war immer sehr hyperaktiv und sportlich, sehr groß. Du lebst in Deutschland? Ja. Ist der Sohn jetzt nach Deutschland zurückgekommen? Ja. Und liegt hier irgendwo im Krankenhaus oder ist er bei dir? Nein, er ist in Texas. Ach so, nach Texas. In diesem Brooke Army Medical Center. Und ich war 4 Wochen da. Also ich habe ihn direkt nach 48 Stunden nach dem Unfall gesehen. Ach, er ist dann sofort in die Staaten geflogen worden? Oder ja, erst nach Deutschland? Ganz schnell. Also direkt in die Staaten? Nein, erstmal hier Lahnstein. Ja. Nach Lahnstuhl. Als er stabilisiert war. Also einen Tag wussten wir überhaupt nicht, ob er es überlebt. Und als dann der Anruf kam, dass er stabilisiert ist und ausgeflogen wird, da konnte ich ihn am nächsten Tag sofort sehen. Wie läuft so etwas eigentlich ab? Es passiert ein so schlimmes Unglück in einem Kriegsgebiet. Wie schnell wird ein Angehöriger dann davon benachrichtigt? Wie schnell hast du es erfahren? Wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Unglück und der Information zu dir? Ein paar Stunden. Nur ein paar Stunden? Ja. Also der Anruf kam morgens um 5:30. Ja. Und
Dann hat sie aber noch einen ganzen Tag, also von morgens bis abends um 8, hat es gedauert, bis ich den zweiten Anruf bekommen habe, dass er stabilisiert ist. Und dann hast du ihn gesehen? Nein, erst am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen. Hat er dich da erkannt oder lag er in einem Koma? Nein, das ist ja das. Auf dem Weg dorthin habe ich natürlich die ganze Zeit gedacht, wer sagt es ihm? Weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass er wach ist oder das überhaupt schon weiß. Also, dass er die Beine verloren hat? Ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wer sagt ihm das? Soll ich ihm etwa sagen, dass er seine Beine verloren hat? Mhm. Irgendwie. Oder was heißt es überhaupt, seine Beine zu verlieren? Bis wohin? Mhm. Es war eigentlich unvorstellbar. Mhm. Also ich bin mit meiner Tochter dorthin gefahren. Und als wir dort ankamen, hat uns dann, da muss man eingeschrieben werden, weil das ja so ein Army-Komplex ist, da hat uns dann der Soldat gesagt, wir haben ihn gefragt, ist er wach oder ist er im Koma? Mhm. Und da hat er gesagt, nein, der freut sich wahnsinnig, dass ihr kommt. Und der hat heute schon einen Witz gemacht, als er hier ankam. Mhm. Wir haben das so gar nicht glauben können. Und da haben wir gesagt, das bedeutet ja, er weiß es. Ja. Und da sagt er, natürlich weiß er das. Ja. Und er hat uns erzählt, dass er, als es passiert ist, als sein Auto brannte, wusste er nur, er muss raus aus dem Feuer. Mhm. Und dann wollte er aus dem Auto springen und ist aber auch rausgefallen, weil er keine Beine mehr hatte. Weil die durch die Explosion abgerissen wurden. Ja. Wie weit sind die Beine weg? Bis ganz oben? Oberhalb des Knies. Oberhalb des Knies, beide Beine. Ja. Mhm. Das eine ein bisschen mehr und das andere so ungefähr da, wo die Kniescheibe eigentlich wäre, aber die ist nicht mehr da. Das heißt, als ihr ihn dann zum ersten Mal gesehen habt, wusste er Bescheid. Er wusste, dass er die Beine verloren hatte. Ja. Und war stabil und konnte mit euch sprechen. Ja. Wahrscheinlich hatte er starke Medikamente bekommen, die ihn auch so ein bisschen stabilisieren und aufbauen. Ja, genau. Mhm. Er wollte die ganze Zeit nur reden. Also wir waren vormittags da und mussten aber dann mal so ein paar Stunden mussten wir in so ein Gästehaus gehen, weil die immer diese Stümpfe reinigen müssen. Ja, und ja. In der Zeit wird er wohl schlafen gelegt, ja, weil es ja unsagbare Schmerzen sind. So, dann ist er irgendwann nach Texas geflogen worden. Gleich den nächsten Morgen, also 24 Stunden später. Ist er nach Texas geflogen worden. Hast du ihn seitdem nochmal gesehen? Ja, ich war 4 Wochen da und meine Tochter war 14 Tage da. Hm. Wie geht es ihm zurzeit? Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Er trainiert wahnsinnig viel, 4 Stunden am Tag. Hm. Er macht alles, um wieder normal leben zu können. Hm. Aber für dich ist es ganz schlimm. Ja. Und du hast gerade am Anfang gesagt, ich habe die Sorge, dass ich mich nicht mehr im Griff habe oder so ähnlich. Ja, genau, also ich habe schon viele Probleme im Leben bewältigen müssen. Ich glaube, das hat jeder. Mhm. Ich höre das ja auch in der Sendung. Jeder hat irgendwelche schlimmen Dinge halt. Aber diesmal ist es so, ich habe das immer im Griff gekriegt. Ich habe mich selber, sagen wir mal, verbal in den Hintern getreten und dann ging es wieder. Und diesmal ist es irgendwie, ja, wie soll ich das sagen? Und die Tatsache, dass er das ja offensichtlich ganz gut hinbekommt und sogar jetzt... Er bekommt es auch nicht gut hin. Bekommt es nicht gut hin. Mhm. Er bekommt es auch nicht gut hin. Wenn er mich fragt, meinst du, die können mir Tanzbeine machen? Mhm. Dann weiß ich doch, was er fühlt. Mhm. Lebt er in den USA oder wird er irgendwann wieder nach Deutschland kommen? Also er will im Juni, wenn seine Einheit hierher zurückkommt aus dem Irak, dann möchte er 4 Wochen seinen Urlaub hier verbringen. Hm. Aber ich denke mal, er wird sich, das wissen wir noch nicht so genau, aber ich denke mal, er wird sich wohl für Amerika entscheiden am Ende, weil er halt doch dort
mehr, er hat das Krankenhaus. Verwurzelt ist und. Also für dich ist das so ein schwerer Schicksalsschlag, der dich jetzt richtig aus der Bahn geworfen hat. Genau. Und für ihn natürlich auch, wenn er es vielleicht im Moment noch kaschiert und ihm das nicht. Wird er denn auch psychologisch betreut? Deine? Ja. Das schon. Ja. Ja, er hat da die beste Hilfe sicher. Ja. Und das ist ein Riesencenter, wo eben ganz viele Verwundete sind. Ich glaube, schrecklich Verbrannte. Und ja. Wenn du so etwas, du hast es da gesehen und jetzt, wenn du dein eigenes Schicksal oder euer Schicksal betrachtest, muss ich dich wahrscheinlich nicht fragen, was du zu diesem Krieg denkst im Irak. Also dazu muss ich halt sagen, dass es für uns alles so schlimm ist, weil wir natürlich ganz anders darüber denken. In Amerika ist er ein Held. Die Menschen behandeln diese Verwundeten eben wie Helden. Ne? Und wie denkst du denn über diesen Krieg? Furchtbar. Warst du von Anfang an dagegen? Natürlich, wir finden das so sinnlos. Wir finden es einfach sinnlos, was dort passiert. Ist dein Sohn denn anfänglich mit einer Überzeugung dorthin gegangen oder war er auch eher gebremst? Nein. Das ist es ja, dass seine Einstellung eben ganz anders ist. Er ist halt so erzogen und... Also er ist für den Krieg gewesen? Ja, natürlich. Und heute immer noch? Naja, ich denke mal ja. Habt ihr da, du und er, oft darüber diskutiert, bevor er in den Krieg gegangen ist? Ja, natürlich. Sämtliche Freunde und Bekannten, alle haben mit ihm gesprochen und... Jetzt muss ich nochmal zu den Familienverhältnissen fragen. Er ist Amerikaner. Ich gehe davon aus, dass sein Vater Amerikaner ist. Ja, natürlich. Und du lebst von dem Vater getrennt? Ja. Ja. Und der Junge ist wie lange schon in Amerika? Seitdem er 5 ist. Seitdem er 5 ist, ah ja. Und deswegen... Wie eng ist denn das Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn? Ja, also das war so, sein Vater war wesentlich älter wie ich. Und bei der Scheidung habe ich mich dazu entschlossen, ihm das Kind zu geben. Also sie ganz einfach, das waren reine Vernunftsgründe. Ich hatte schon 2 Kinder aus erster Ehe, die ich alleine aufgezogen habe nach der ersten Scheidung. Und also gab es gar nicht so viel Kontakt zwischen euch beiden? Doch. Doch, das schon. Wir haben uns also gütlich getrennt und haben so einen Vertrag gemacht beim Anwalt gemeinsam, dass wenn das Kind sich nicht wohlfühlt, dass er jederzeit wieder herkommen kann, dass er jede Ferien kommen kann. Und die haben dort im Sommer lange Ferien, länger wie wir. Und dann ist er auch regelmäßig hier nach Deutschland gekommen. Liebe Lilo, das große Problem ist ja jetzt, so habe ich das gerade verstanden, dass du das so schwer verkraften kannst, was da geschehen ist. Und wie du das für dich verarbeitest und wie du das hinbekommst. Da würde ich dich sehr, sehr gerne an meine Psychologin weiterleiten. Sehr gerne, weil ich glaube, dass du da in guten Händen bist. Denn mit so etwas umzugehen, das ist schon kompliziert. Und da müssen richtig gute Maßnahmen eingeleitet werden. Ich glaube das auch. Ja, dann würde ich dich bitten, jetzt aufzulegen und dann rufen wir dich zurück. Ich wünsche einfach so von hier aus, und zwar in Amerika, erstmal richtig, richtig alles Gute und gute Energie. Und dir wünsche ich natürlich auch alles Gute. Dankeschön. Wir rufen dich gleich zurück. Auf Wiederhören, Lilo. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was, oder mailt uns unter domian@wdr.de. Meine nächste Anruferin ist die Tina. Und Tina ist 44. Hallo, Tina. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Tina? Ja, ich bin vor 16 Monaten vor einer Volksbank überfallen worden. Das vor 14 Monaten? Vor 16 Monaten. 16 Monaten. Ja, im Oktober 2005. Vor einer Volksbank überfallen worden? Ja, ich war, wie gesagt, eine Freundin besuchen. Das war nicht in meinem Wohnort, das war 500 Kilometer weiter weg. Mhm. Also bei Berlin. Mhm. Ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und ja, ich bin abends zur Bank gegangen. Also ich hatte vorher einen Spaziergang gemacht und bin dann zur Bank gegangen, habe Geld abgeholt am Automaten, bin rausgegangen.
Ja, und ich habe irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommen. Das weiß ich auch noch. Und ich bin auch gestürzt auf irgendwas mit dem linken Auge rauf. Ich weiß nicht, ob das ein Fahrradständer oder irgend sowas war. Mhm. Und ja, und von daher weiß ich nur noch so ein paar Bruchstücken, dass ich irgendwie laufe und immer auf meine Schuhe gucke. Mhm. Und ich muss den, also wahnsinnig viel gelaufen sein, denn ich habe auch noch bei einer Familie geklingelt, die sollten mir doch helfen. Mhm. Und die haben die Polizei gerufen. War das am Abend? Das war am Abend, das war denn, also laut Kontoauszüge war es denn so kurz vor 22 Uhr. Ah ja. Mhm. Ja, und ja, aber die Familie, die hat die Tür aufgemacht und die, eine Frau war wohl an der Tür und die hat gesagt, ja, ich rufe die Polizei und ich war aber dann, ich bin ständig weitergelaufen. Mhm. Und irgendwo gab es denn nochmal einen Kampf. Das war kurz bevor ich bei meiner Freundin am Haus angekommen bin. Wie, denn gab es einen Kampf nochmal? Ich weiß nicht, ob ich nicht die Tasche hergegeben habe oder ob da jemand noch hinterher kam. Ich weiß nichts mehr davon. Also man konnte das nur an Blutspuren rausbekommen, da die Blutspuren nicht meine waren. Also, und diese Blutspuren konnten dir nicht zugetragen worden sein, direkt bei der Bank? Nein. Warum nicht? Weil es da keine gab. Also ich hatte selber gar keine offenen Verletzungen. Ich hatte einen vierfachen Schädelbruch. Ja. Und dann war die Kalbeinhöhle kaputt, wo das ganze Hirnwasser ausgelaufen ist. Und Hirnbluten hatte ich. Also alles so innerlich. Und wie gesagt, äußerlich war dann nur zu sehen, dass ich dann, als sie mich gefunden hatten, am nächsten Tag erst, gegen Mittag, hatte ich... Das Moment mal, die haben dich am nächsten Tag gegen Mittag erst gefunden? Ja. Wo? Das war wieder in weiter weg gewesen. Also ich hatte ja einen Schlüssel von meiner Freundin von dem Haus. Also sie wohnt in so einem Mietshaus. Und da war ich auch gewesen. Ich habe auch noch die Haustür aufgeschlossen. Und in diesem Hausflur sah es fürchterlich aus, hat man mir später erzählt. Da lag so viel Blut und die Wand war bespritzt und das ist eigentlich so eigenartig. Aber hör mal, da müssen dich doch Menschen gesehen. Die eine Frau hatte ich doch gesehen, die. Ja, naja, sicher. Und da muss die Polizei doch alarmiert. Und die hat doch die Polizei. Ja, eben, da muss die Polizei doch. Da haben die mich ja gesucht. Und meine Freundin hat das später erst mitbekommen. Also sie ist, ich muss dazu sagen, dieser Tag fing schon morgens ganz schlimm an, weil von meiner Freundin am den Tag der Bruder gestorben ist. Lass uns mal nicht bei deiner Geschichte bleiben, sonst, ja. Wo hat man dich am nächsten Tag gefunden? Man hat mich auf dem Spielplatz gefunden. Am nächsten Tag erst, also ja. Abends gegen 22 Uhr ist das passiert. Du bist irgendwie schwer verletzt rumgeirrt. Ja. Und am nächsten Tag, um wie viel Uhr am anderen Morgen? Das ging mittags um 11, halb 12. Ach, das kann man ja gar nicht glauben. Das ist, ich wusste das gar nicht, welche Zeit, das hat man mir später erst alles erzählt, weil ich kaum noch Erinnerungen habe. Ich habe so Bruchstücken immer nur. Und bist dann aufgrund der schweren Verletzungen, die du gerade geschildert hast, natürlich dann sofort in eine Klinik gekommen? Nein, nicht. Nein? Die Polizei hat mich gefunden, wie gesagt, meine Freundin hatte dann schon eine Vermisstenanzeige gemacht, dann wussten die, ach, das würde hinkommen mit der Frau, die mich gesehen hatte. Dann haben sie Fotos von meiner Freundin geholt. Also sie hatte kurz vorher Urlaubsfotos von mir gemacht. Mhm. Und die haben sie dann genommen und danach haben sie eben Leute befragt. Okay, aber als sie dich dann gefunden haben, die müssen doch gesehen haben, dass du verletzt warst. Wie gesagt, man hat mir nichts angesehen, außer dass das linke Auge, weil quer durchgebrochen war über das linke Auge, das war blau. Also die linke Gesichtshälfte war blau. Aber es waren noch Blutspuren in dem Hausflur. Ja, das waren Blutspuren in dem Hausflur. So, und dann hatte. Aber die müssen auch von dir dann gewesen sein. Die. Die sind nicht von mir gewesen. Die sind nicht von dir. Mein Gott, was für ein seltsamer Fall. Ja, die sind nicht von mir. Jetzt lass uns das mal ein bisschen abkürzen. Das ist vor 16 Monaten passiert. Weißt du heute irgendetwas, etwas Genaueres über die ganze Sache? Nein, ich lag lange, die haben mich mit einem Hubschrauber dann in eine Klinik gefahren, aber dann wieder erst nach 24 Stunden später. Von der Zeit, wo sie mich gefunden haben, 24 Stunden später bin ich erst zum Arzt gekommen. Mhm. Weil? Ich bin wohl denn zu mir gekommen. Ich habe wohl, wie gesagt,
gesagt, mir geht's gut. Ich hatte nur Kopfschmerzen. Gut haben die sich gedacht, das ist vielleicht von den Schlag gewesen. Ja. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen und mir ist die Nase immer gelaufen. Was später sich herausgestellt hat, dass es das Hirnwasser war. Und jetzt nochmal mit dem Blut. Woher kam denn dieses Blut? Wo ist das ausgetreten aus deinem Körper, dass es in dem Haus war? Ich hab's nicht verloren. Das ist nicht mein Blut gewesen. Ach so. Untersucht worden, das ist nicht mein Blut, das ist nicht meine Blutgruppe. Ja. Das ist nicht mein Blut. Ach, jetzt verstehe ich's, ja, jetzt verstehe ich's. Ja? Ich hab's gerade nicht richtig verstanden, ja. Und die Polizei hat dann gesagt, ich habe immer gebeten, ich möchte mich nur hinlegen, ich möchte zu meiner Freundin, da haben die mich hingebracht. Und als es mir aber dann immer schlechter ging, nächsten Tag, man kann sich ja das vorstellen, ja, wenn man nichts macht. Ich hatte Hirnbluten, aber das wusste ja keiner. Mhm. Bist du denn heute gesundheitlich wieder richtig hergestellt? Ja. Das also schon. Ich habe Glück gehabt, die haben mich mit einem Hubschrauber, denn nachdem sie dann gesehen haben, im ersten Krankenhaus, wie schwer ich verletzt bin, gleich in die nächste größere Klinik geflogen und auf der Intensivstation. Und nach 2,5 Wochen wurde ich dann operiert. Ja. Vorher ging das wohl nicht. Also du hast dann in all dem Unglück noch großes Glück gehabt. Du hättest auch daran versterben können. Es sah sehr schlecht aus. Also ich weiß noch, wie ich in den Hubschrauber reingekommen bin. Ich weiß aber danach nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich rausgekommen bin. Und diese ganze Zeit, diese ganze Nacht ist wie ein Filmriss bei dir. Du bist bist durch die Gegend da geirrt. Ja. Und offensichtlich hat kein Mensch das wahrgenommen, wie schlecht es dir ging. Nee. Unglaublich. Unglaublich. Es ist für mich auch unfassbar. Und wie viel Geld hat man dir entnommen? Das war nicht, das Kuriose ist ja, das waren 100 Euro, aber mein Handy hatte ich noch und die EC-Karte war drin. Also wenn es jemand drauf abgesehen hätte, dann hätte er alles mitgenommen, ja. Und die Polizei hat ja nächsten Tag meine Tasche gefunden, da war ja alles drin. Also bis auf diese 100 Euro, die raus waren. Also gar kein großer so Verlust im Materiellen. Aber dieses muss doch verbunden sein für dich mit einem großen Trauma. Ja, ich habe auch wahnsinnige Angst dann gehabt, als ich nach 5 Wochen entlassen worden bin aus der Klinik. Ich habe dann vom Hausarzt sofort eine Überweisung gekriegt für eine Traumatherapie. Ja, ja. Die habe ich auch gemacht, das waren nochmal 5 Wochen. Ja, hat das geholfen? Mir hat es sehr gut geholfen. Ah ja, gut zu hören. Und jetzt ist es aber so, dass ich jetzt auf einmal die letzten Tage wieder Panik bekomme. Ich habe zwar mein Leben geändert, ich bin vorsichtiger geworden, ich gehe zum Beispiel nicht mehr jetzt allein auf die Bank, wenn die Bank zu ist. Aber trotzdem, ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas erlebt hat, dass man generell ängstlich ist. Wenn nun mal keiner auf der Straße ist, guckt man schon man guckt sich um oder man guckt um die Ecke. Ja, ich gucke mich schon öfters um. Aber das Problem ist nur, die Staatsanwaltschaft hat das wieder aufgenommen im Dezember und seitdem kriege ich Panik, weil sind ein paar Dinge hervorgekommen, von denen ich nichts wusste. Und nämlich? Dass ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich, als ich bei der Frau das erste Mal bei der ersten Frau geklingelt hatte, die Nacht, dass ich so gut wie nichts an hatte. Und hinterher hattest du was an? Ich hatte hinterher was an. Das wird ja immer mysteriöser. Ja, und deswegen, so hat die Frau mich eben gesehen. Heißt das, dass du dir Gedanken machst, ob du vergewaltigt worden bist? Ja, genau. Und das habe ich erst jetzt durch die Ermittlungsakten nochmal, die haben das nochmal aufgenommen und nochmal Leute befragt, rausgefunden. Und seitdem habe ich Panik gekriegt. Was ist in dieser Nacht passiert, frage ich mich immer wieder. Sag mal, aber wenn du eine gute Traumatherapie gemacht hast, kannst du bei dem Arzt, bei dem du da warst, nicht anknüpfen und dir jetzt erneut Hilfe holen? Nee, der ist nicht mehr. Hat aufgehört. Ich hatte hier vom Opferschutzbund, hier von der Polizei, Adressen gekriegt. Und wie gesagt, das sind aber so lange Wartezeiten. Das ist immer das Problem bei diesem. Das ist wirklich ein schlimmes Problem. Dennoch gibt es da, lebst du im Moment, wo lebst du im Moment? In so grob ungefähr? Bei Winterberg, Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nämlich, dass es eben für solche extrem schwierigen Fälle und akuten Fälle gibt es auch schon durchaus Möglichkeiten, schnelle Hilfe zu arrangieren. Das würde ich jetzt gerne mal im Hintergrund klären lassen, denn du brauchst es wirklich dringend, ne?
Ja, ich kriege momentan vom Hausarzt, habe ich Tabletten bekommen, dass ich überhaupt ein paar Beruhigungstabletten mal abends schlafen kann. Mhm, weil ich wache immer wieder auf und jetzt kommen mir immer wieder die Zehen, wo ich mich noch erinnern kann. Klar, verständlich. Ja, die verständlich. Nacht. Das ist ja wie so ein, man guckt ins Schwarze hinein, ne? Wenn du dich erinnerst, versuchst zu erinnern daran und man malt sich ja alles Mögliche aus, was da passiert sein kann. Ja, also letztes Jahr ging es mir gut nach der Traumatherapie. Ich habe auch, als ich denn körperlich wieder fit war, einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Mhm. Und ich habe angefangen mit Laufen. Also ich bin letztes Jahr auch schon 2 Marathonen gelaufen, um ja immer fit zu bleiben. Ja. Dass ich irgendwie muss mich das auch gerettet haben damals. Ja. So, Tina, wir eruieren jetzt mal im Hintergrund, ob wir dir irgendwie helfen können, dass du schneller an eine entsprechende Stelle kommst, damit man dir helfen kann. Ja. Dafür legst du bitte auf und wir werden dich vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der nächsten halben Stunde zurückrufen. Ja. Okay. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich von Herzen. Ja. Auf Wiederhören. Mhm. Tschüss. Und hier ist Peter. Peter ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Peter. Was ist dein Thema? Ja, als Krebspatient und getraue mich das erste Mal eigentlich, einen Anruf zu tätigen, um überhaupt darüber zu sprechen. Mhm. Welche Erkrankung genau hast du? Das ist dieser schwarze Hautkrebs und Darmkrebs. Was ich so habe, ist, denke ich mir einfach, dass ich die Familie da nicht mitbelaste und das aber nicht irgendwo finde ich, dass es ja nicht das Optimale ist. Dieses, und man verändert sich so. Ich habe das jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Was meintest du gerade von der Familie? Ja, so, dass man am liebsten die Familie damit nicht belasten. Halt mal den Telefonhörer näher am Mund, dann ist das klarer, das ist so ver... So ist gut? Ja, dass du die Familie damit nicht so belasten möchtest. Ja. Aber die Familie weiß schon Bescheid, dass du so schwer krank bist. Oder wissen die gar nichts? Doch, jetzt ja, weil das erste Mal aufgetreten ist, so 10 Jahre. Mhm. Da habe ich diese Sachen einfach operieren lassen, ohne die Familie da einzubeziehen. Vor 10 Jahren zum ersten Mal aufgetreten. Ja, ja. War der erste Krebs das Melanom, der Hautkrebs, ja. Mhm. Mhm. Und seit wann weiß die Familie jetzt? Seit dem letzten Mal, etwa seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Mhm. Wer ist die Familie? Wie groß ist die Familie? Da 3 Frau, 3 Kinder. Mhm. Die Kinder sind ja im Alter von bis? Sind alle Gymnasium, Abitur und 11. Klasse. Ja. Wie fortgeschritten ist denn die Erkrankung zurzeit? Ja, ich gehe auch regelmäßig, mache ich eigentlich nicht die Untersuchung, weil ich jedes Mal mit diesem Gedanken da wieder hingehe, da wird ja wieder was. Mhm. Gefunden, und somit die Termine bisher verstreichen ließ. Wenn ich dann mal hingehe, dann war es immer so, dass tatsächlich dann wieder auch operiert werden musste. Eher am Darm oder eher im Hautbereich? Im Hautbereich. Und Darm liegt auch an, was ich aber bis jetzt bin ich einfach wieder weggegangen, wenn ich dann in der Klinik stand. Ja, und habe mir das natürlich jetzt wieder vorgenommen. Aber das sind so Panik, ja, wie Panik. Ja. Wie lange warst du jetzt nicht zur Untersuchung? Jetzt. Ja, 1,5 Jahre. Was natürlich bei so einer schweren Erkrankung sehr lang ist. Ja. Mhm. Wie oft bist du schon operiert worden? Vielleicht. Ja, so 12 Mal. 12 Mal. Hm. Sowohl Haut als auch Darm. Darm einmal. Hm. Und da ist man ja auch eigentlich grundsätzlich in diesem engmaschigen 3-Monats-Zyklus. Hm. Ja. Hast du
Hast du Chemotherapien machen müssen? Nein. Nein, das nicht. Jetzt höre ich daraus, was du mir erzählst, dass du einmal Angst hast, wieder dich untersuchen zu lassen, auch Angst vor der eventuell negativen Diagnose. Und die Familie. Das ist die Familie, denke ich mir. Aber die Familie weiß doch nun Bescheid, dass es sehr ernst ist. Konkretisier mir das noch etwas. Ja, natürlich möchte die Familie helfen und darüber auch sprechen. Aber und machen auch dann immer so Hoffnung. Mhm. Diese Gespräche breche ich eigentlich sehr gerne ab. Aber ich nehme das Gespräch dann gar nicht auf. Mhm. Das heißt, du beziehst die Familie eigentlich nicht ein in deine Krankheit. Mhm. Die wissen Bescheid, so grob, aber du beziehst sie nicht ein. Mhm. Du machst zu, wenn das Thema angesprochen wird. Ja. Und mit Familie meinst du auch deine Frau? Ja, ja. Mhm. Ich stelle mir das schwierig vor, für deine Frau mit so etwas so umzugehen. Wie reagiert die denn auf dich, wenn du dann mauerst, sage ich mal so? Das ist gut. Und spricht, ach nee, das ist doch positiv. Also sieht das sehr realistisch. Ich weiß ja, was dahinter steckt. Und das positiv. Nein, ich meine, ist sie nicht sogar etwas verärgert, wenn nein. Du... Ist das so? Das bringt sie zumindest nicht über und ich habe auch nicht das Empfinden. Bin einfach... Also sie ist nicht verärgert? Ja, nee, ich glaube, ja, ich empfinde das als ermunternd, dass sie einfach mir einem der ermunternd zu, dass Perspektive doch da ist. Ja. Ja. Mir ist es, ich muss es gestehen, Peter, immer noch nicht so ganz richtig klar, was du damit meinst, dass du... Hättest du denn eigentlich ein größeres Bedürfnis zu sprechen, wenn du nicht so sehr Rücksicht nehmen würdest wollen? Das habe ich eigentlich, habe ich schon. Und dann hat man aber wieder diese, ja, ich sage einfach, wie vor diesen ganzen Untersuchungen, Nachsorge und Untersuchungen oder Reha-Maßnahmen, die anstehen, da hat man wie Panikattacken. Das ist einfach. Okay, das meinte ich jetzt aber nicht damit. Ich meinte das bezogen auf die Familie. Meinst du, würde es dir gut tun, wenn du der Familie mehr erzählen würdest von deinem Inneren? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, was du erzählst und wie du es erzählst, dass du ganz in dir verkapselt bist. Verkapselt in deine Angst, verkapselt in deine Rücksichtnahme. Da komme ich auch nicht mehr so raus, das merke ich. Das ist sehr wohl so, wie du das darstellst. Ja, aber so ein bisschen Notsignal geben ist ja der Anruf hier bei mir. Richtig, das ist auch so, dass ich quasi Kliniken dann auch schon angesprochen habe. Mhm. Ja, dann waren auch von Seiten auch der Ärzte teilweise Termine angedacht, dass man dorthin geht oder und gut, ich habe auch dann diese Krebsberatungsstellen so aufgesucht und aber dann, wenn es darum ging, irgendwo weitere Schritte zu unternehmen, da ist das ja wie so eine Panik, ich sagte, man macht nicht diesen Schritt. Weißt du, Peter, ich glaube, das wäre ganz, ganz, ganz hilfreich für dich, wenn du zu einem Psychotherapeuten gehen würdest. Mit dem du eingehend reden kannst, so wie mit mir. Damit du aus deiner Isolation rauskommst. Aus deinem Käfig. Oder aus du bist ja ganz eingemauert. So fühle ich mich auch. Also ich stelle mir das auch so, so stelle ich es mir vor. Mhm. Peter, ich gucke gerade, die Sendung ist gleich vorbei. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja. So machen wir es, bis gleich.